Einen wunderschönen guten Nachmittag, Stuttgart! Wir sind die offene Gesellschaft Kurpfalz, eine Initiative für Demokratie und Aufklärung. Mein Name ist Achim, ich bin Anmelder und Versammlungsleiter. Das sind Kai, ein Immunologe, Annette, Sozialarbeiterin und Naomi Tarikpur, unser Krankenpfleger. Ich organisiere seit Mai 2021 regelmäßig Demos im Raum Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe. Dabei auch die Montagsspaziergänge in Mannheim, um die Menschen in den in Mannheim übergriffigen Polizeieinsätzen davor zu schützen. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Zeitung gelesen habt, dass zum Teil 2000 Menschen brutal von Polizei in Mannheim eingekesselt und verprügelt wurden. Seit Dezember organisieren Kai, Annette und Naomi in Heidelberg Solidaritätsspaziergänge, um sich mit den Mitarbeitern des St. Joseph Krankenhaus zu solidarisieren. Denn nicht nur gibt es die einrichtungsbezogene Impfpflicht ab März, nein, es gab auch Krankenhäuser, die im vorauseilenden Gehorsam schon zum 1. Januar 2G am Arbeitsplatz eingeführt haben, als sie ihren Mitarbeitern, die ungeimpft waren, ein Hausverbot erteilt haben. Rechtswidrig, und dagegen sind diese Herrschaften auf die Straße gegangen. Das fand ich sehr, sehr toll. Diese Demo findet dort jeden Mittwoch statt. Und wir werden weiter demonstrieren, bis die einrichtungsbezogene Impfpflicht gekippt wird. Denn das ist Solidarität. In Heidelberg demonstrieren ungeimpfte, davon betroffene Mitarbeiter, aber auch Menschen, die eben nicht davon betroffen sind. Die eben wissen, dass sie jetzt mit diesen Menschen, die jetzt betroffen sind, solidarisch sein müssen und solidarisch sein wollen. Auch im Angesicht der Tatsache, dass wieder Maßnahmen für alle Menschen im Herbst zurückkommen werden. Ich persönlich habe angefangen, Demonstrationen zu veranstalten, weil mir das Abhandenkommen der demokratischen Streitkultur in diesem Land mich massiv stört. Wir sprechen uns aus gegen den Hygienismus, also das Diskriminieren von Menschen aufgrund eines vermeintlichen Gesundheitszustandes. Wir sprechen uns aus gegen den Neopuritanismus, also dass man überall eine klinische Reinheit sucht, sei es vor Keimen und der damit verbundenen Schüren von Hypochondrie und Hysterie, sei es in der politischen Korrektheit in Form der Cancel Culture. Wir setzen uns für die offene Gesellschaft nach Karl Popper ein, indem jede Meinung, die mit beiden Beinen auf unserer Verfassung steht, respektiert und toleriert wird. Und nicht nur die Meinungen, die gerade der herrschenden Klasse gefallen. Wir setzen uns ein für Aufklärung. Aufklärung ist dabei das Ablegen der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und wir haben die letzten 2 Jahre so viel selbstverschuldete Unmündigkeit gesehen. Menschen, die einfach nur die Glotze anmachen, den Staatsfunk im Internet sich angucken, das nachlabern, was dort gesagt wird, und die sich nicht darüber Gedanken machen, über die Widersprüche, sondern einfach nur sturgläubig sind und mitmarschieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir ein neues Zeitalter der Aufklärung einläuten. Wir müssen die Menschen wieder zurück in die Mündigkeit führen. Wir setzen uns ein für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. Das bedeutet eben auch Minderheitenschutz. Wenn auch die Menschen mittlerweile durch Zwang, die ungeimpft sind, mittlerweile eine Minderheit darstellen, so ist das immer noch eine Minderheit, die es zu schützen gilt in einem Rechtsstaat und in einer Demokratie. Warum haben wir eine Demo gegen die Grünen angemeldet? Weil ich
Wir haben da ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir haben erlebt, dass man massiven Anfeindungen ausgesetzt wird, wenn man eine andere Meinung vertritt, als die politische Kaste derzeit predigt. Und wir haben dabei erlebt, dass alle Parteien, die im Parlament vertreten sind, außer AfD und in manchen Punkten in Nuancen homöopathisch die FDP, unisono in einem die gesamte Gesellschaft betreffenden Thema die exakt gleiche Meinung haben. Die meisten sind dabei nur gleichgeschaltet und laufen mit. Aber die, die an vorderster Front aggressiv, diffamierend alle Maßnahmenkritiker niedergebrüllt haben, das waren unserer Erfahrung nach die Grünen, gefolgt von Linke und SPD. Aber an vorderster Front die Grünen. So auch der Staatssekretär des Landesumweltministeriums André Baumann, der oberste Verschwörungstheoretiker des Wahlkreises Schwetzingen, für den er den direkten Mandat stellt. Damals meine Veranstaltungen in Schwetzingen, die ich organisierte, da war ich immer auf hohe Sachlichkeit bedacht. Mir war es sehr wichtig, wirklich den Menschen nur eine Stimme zu geben, keine irgendwelche extremen Positionen einzunehmen, zu behaupten, dass die Impfung alle Menschen töten würde oder sonst was, sondern einfach nur zu sagen, wie wollen wir leben? Wollen wir eine Gesellschaft mit diesen Maßnahmen? Was machen die Maßnahmen kaputt? Und trotzdem kam der oberste Schwurbler des Wahlkreises, André Baumann von den Grünen, behauptete, dass wir auf diese Veranstaltung kämen, um Verschwörungstheorien zu diskutieren. Er zeigte sich empathielos und elitär in dem Wahlkreis, wo er der gewählte Vertreter ist, als derjenige, der den Menschen zuhören sollte. Auf einer Demo, wo Menschen berichteten, dass sich Freunde suizidiert haben während der Maßnahmen, wo sie über hohe Bußgelder berichten in der Familie. Dort stellte sich dieser privilegierte weiße Mann hin, nichts gegen privilegierte weiße Männer, und versuchte dann auch noch, diese Demo in ein rassistisches Licht zu drücken. Er tat das wohlwissentlich, dass diese Demo von einer kongolesischstämmigen Frau mitorganisiert wurde. Er versuchte trotzdem, diese Demo als Verbreiter rechtsextremen Gedankengutes zu diskreditieren. Und hier sieht man ein großes Problem mit den Grünen. Die Grünen benutzen Worte, Ausgrenzungen als Waffe. Sie diffamieren, sie stellen Menschen in eine Ecke und es ist ihnen vollkommen egal, ob es Gründe dafür gibt oder irgendeine Grundlage. Und das streckt sich durch die gesamte grüne Politik. Und dagegen stehen wir hier auf der Straße. Wir wollen heute auf der Versammlung nicht über die Unsinnigkeit der Maßnahmen reden. Darüber, dass immer deutlicher wird, dass selbst die Politik ja mittlerweile anerkennt, dass die Maßnahmen nicht... Warum sollten Sie sonst die Evaluierung auf September 2023 schieben wollen? Nein, wir reden hier und heute auf dieser Veranstaltung über die extremistische Partei, die Grünen, und wollen den Landesverfassungsschutz und den Bundesverfassungsschutz auffordern, die grüne Partei zu beobachten. Wir werden heute 4 Redebeiträge hören. Wir hören zuerst Maike aus Mosbach, dann nach dem Aufzug den Krankenpfleger Naomi, dann die Germanistin Dr. Katja Leihhausen, die das grüne Gaga sprachwissenschaftlich untersuchen wird. Dann werden wir den Vorsitzenden Richter am Landgericht außer Dienst und Professor für Rechtswissenschaften Dr. J. Thomas Seibert hören und im Abschluss den Biochemiker und Kreisrat außer Dienst Dr. Christian Steidel. Dann darf ich jetzt für großen Applaus bitten für die erste Rede, wo Maike uns ein bisschen etwas über die Grünen in Revue passieren lässt. Großen Applaus für Maike! Oh, danke. Okay, erstmal hallo Stuttgart. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich kann nicht immer so gut offen reden, ich muss mich immer am Papier festhalten, also verzeiht, wenn ich mal kurz wild rumblätter und gleich den Faden verliere. Ich versuche dann so schnell wie möglich wiederzufinden.
Also, hallo, ich bin Maike und ich organisiere seit Anfang des Jahres sogenannte Corona-Demos im schönen Moosbach im Odenwald. Das heißt kurzum, ich bin ein böser, böser Mensch und Staatsfeind. Ich habe heute die Ehre, diese Demo zu eröffnen und über eine Gruppe von selbstgerechten Heuchlern zu sprechen. Und ich meine nicht diesmal Banker oder vielleicht die katholische Kirche, obwohl es da gewisse Parallelen gibt. Nein, ich meine die Partei, die Grünen. Die Grünen, ich meine eigentlich die Olivgrünen, die sich selbst als Friedenspartei bezeichnen und wenn es drauf ankommt, mal eben die Friedenstaube gegen Tontauben austauschen. Die Grünen haben leider in den letzten Jahren ordentlich am politischen Boden gewonnen. Gerade die Jugend und jüngere Erwachsene können sich mit dem Ideal, mit diesen Werten der Partei voll identifizieren. Aber was genau sind das denn für Werte? Ich weiß jüngst ein Beispiel aus Mannheim und auch Stuttgart. Da regen sich die grünen Stadträtinnen darüber auf, dass an diesen Fahrgeschäften auf den Vasen oder der Maimess diese halbnackten Frauen sind mit ihren offenen Blusen und dass es ein rückwärtsgewandtes Frauenbild ist und dass das diskriminierend und sexistisch ist. Man muss ja diese Bilder an den Bildchen nicht gut finden. Aber verdammt nochmal, ich will nicht in einer Welt leben, in der mir vorgeschrieben wird, was mich diskriminiert. Ich muss mich doch ein bisschen selber entscheiden. Und jetzt auch für uns Frauen oder auch für die Töchter. Lasst euch oder seid einfach selbstbewusst und entscheidet selbst, denkt selbst. Lasst euch nicht einreden, dass irgendwelche Darstellungen euch schwächen in der Gesellschaft. Denkt selber nach. Es musste nicht gleich ein Verbot her. Also die Damen wollten das in Stuttgart und Mannheim verbieten. Einige Schausteller haben auch eingelenkt und haben, wie auch immer, geöffnete Blusen geschlossen, wie auch immer. Und ich habe mir gedacht, warum denn direkt ein Verbot? Was ist denn eigentlich aus dem Wörtchen Toleranz geworden? Toleranz aus dem lateinischen tolerare, erdulden. Ich glaube, die Grünen, die kennen nur Toleranz, wenn es um das eigene Fehlverhalten geht oder die eigene Maßstäbe. Zum Beispiel, ups, ich habe Nebeneinkünfte nicht angemeldet, was für ein kleines Versäumnis. Oder, ey, Parteien sollen keine Spenden über 100.000 Euro kriegen. Aber ups, wenn es uns selber trifft mit 1,2 Millionen Euro, da sind wir mal tolerant mit. Das können wir machen. Nein. Ich brauche keine doppelbürdige Partei, keine Moraltruppe, die mir vorschreibt, was gut und was schlecht ist. Umweltfeindliche Energie aus dem Atomkraftwerk bloß nicht. Menschenfeindliche Energie aus Katar, klar, kein Problem. Habeck steigt direkt ins Flugzeug. Obwohl, eigentlich ist ja Fliegen auch scheiße. Eigentlich wollen die Grünen ja auch Inlandsflüge verbieten, weil es einfach so umweltunfreundlich ist. Aber selber stellen die Grünen im Bundestag die meisten Vielflieger. Begründet wird das, weil man im Ausland dann einen persönlich viel produktiveren Kontakt mit den Experten hat. Und reden wir mal über persönlichen Kontakt in den letzten 2 Jahren. Was war persönlicher Kontakt nicht verpönt, überbewertet? Da hieß es doch in der Corona-Krise, wir müssen zu Hause bleiben, wir sind solidarisch, Helden bleiben zu Hause und sie schützen sich und vor allem die anderen. Da hieß es nicht auf einmal, persönlicher Kontakt ist wichtig, das muss man haben, das ist produktiv. Und dann kam die sogenannte Impfung und aus den Helden, die zu Hause geblieben sind, wurden auch Superhelden, die sich haben spritzen lassen für sich und andere. Und alle, die sich haben nicht spritzen lassen, das sind die Corona-Leugner, die Verschwörungstheoretiker, die Esoteriker, die Spinner. Seid ihr auf! Und ich muss mich jetzt mal kurz selber outen. Ich bin zweifach geimpft. Um das mal kurz dieses Schwarz-Weiß-Denken aufzubrechen. Ich habe das damals für mich so entschieden. Heute würde ich es nicht mehr so machen, aber nur mal so am Rande.
den Stempel, den man uns bzw. den Ungeimpften und uns Demonstranten aufgedrückt hat, also Corona-Leugner, Spinner, Nazi, Extremist und so weiter, den werden wir so schnell nicht mehr los. Und ich kann mir schon vorstellen, wie jetzt jemand Außenstehendes sagt, ja, ihr seid ja selber schuld, was geht ihr denn auch mit Rechten auf die Straße? Und ich sage, ja verdammt, wir gehen mit Recht auf die Straße. Und zweitens, Grundrechte, und dazu gehört eben auch das Versammlungsrecht, gelten für alle, links, rechts, oben, unten. Das muss einem persönlich nicht alles passen, aber das ist unsere freiheitliche Demokratie. Wenn man sich als einzelner Mensch zu einer Gruppe, zu einer Masse von Menschen dazustellt, die für die gleichen Ziele kämpft, gibt es keine Kontaktschuld. Es zählen die Inhalte, nicht die Akteure. Für unser Grundgesetz sind wir alle gleich. Nur für unsere Regierungsvertreter sind wir eine radikale Minderheit, die anscheinend ihre Würde verloren hat und aus dem Spiel gedrängt werden muss. In den letzten 2 Jahren wurde es sträflich versäumt bzw. verweigert, auf die Inhalte der Proteste seriös einzugehen. Es geht immer nur darum, wer da alles steht und nicht, warum man da steht. Und weil es angeblich extremistische Ränder gibt, ist es irrigerweise vollkommen legitim, diese Ränder komplett über die ganze Gruppe von Menschen zu legen und über uns ein Kollektivurteil zu verhängen. Und mal abgesehen von Zeitungen wie dem Spiegel, der FAZ oder der Süddeutschen, fallen immer wieder die Grünen auf, die gerne dieses Kollektivurteil über uns verhängen. Es ist einfach wohl zu verlockend, sich über die vielen anderen Demonstranten moralisch zu erheben, sich dabei die Nippel zu reiben, weil man ja selbst die Maßnahmen einhält, weil man so solidarisch ist, weil man geimpft ist. Es ist so einfach, sich selbst so geil zu fühlen, wenn man andere diffamiert. Aber liebe Leute und vor allen Dingen liebe junge Leute, das ist nicht geil. Das ist plump, bösartig und höchst manipulativ. Normalerweise sind das ja eigentlich immer eher Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen, die andere erniedrigen, um sich selbst aufzuwerten. Aber bei den Grünen hat das meines Erachtens nicht so viel mit der Persönlichkeit zu tun, falls sie überhaupt Persönlichkeit besitzen. Sondern das ist einfach ihre perfide Methode, einem ihre Ideologie aufzuzwingen. Gut sein ist gut. Was gut ist, sagen die Grünen. Wenn was nicht gut ist, also wenn du nicht gut bist, sagen es dir die Grünen. Und dann bist du ein Sexist, Rassist, Egoist, Putin-Versteher oder einfach eine dumme Umweltsau. Versteht mich nicht falsch. Ich zum Beispiel, ich schmeiß nie Müll auf die Straße. Zu Hause gucke ich auch, dass ich Wasser und Energie spare. Aber ich brauche keine Ideologie, die mir das sagt. Das ist einfach gesunder Menschenverstand. Ich brauche keine Religion dafür. Eine Ideologie der Grünen, die zum Beispiel sagt, schafft euer Auto ab. Wohnt am besten da, wo ihr auch arbeitet, dann braucht ihr gar keins. Und da frage ich mich eigentlich direkt, wie viele, die in Stuttgart arbeiten, könnte es eigentlich lohnen, jetzt zu leben? Ist das überhaupt bezahlbar? Dann natürlich die Sache mit dem Gendersternchen. Das Gendersternchen ist eigentlich erfunden worden, weil es eine diskriminierungsfreie Sprache sein soll. Und umso absurder ist es, wenn man Begriffe wie Corona-Leugner gendert. Also die Corona-Leugner ist eine Diffamierung, aber wenn man ja diskriminierungsfrei sein will, wird es noch gegendert. Es ist so absurd, Leute. Die können sich ihr Scheißsternchen sonst wohin schieben. Aber was wirklich für mich gesehen die größte Gefahr bei dieser Ideologie ist, es ist dieser stetige Kampf für die absolute Gleichheit von Menschen, sodass wir zu einer homogenen Masse werden und am Ende das Kollektiv über das Individuum bestimmt. Und das ohne mich, Leute, ohne mich. Und ohne euch?
Also ich persönlich habe in Mosbach Gott sei Dank nicht diese negativen Erfahrungen gemacht mit Grünstadträten oder auch den Zeitungen. Ich glaube, unsere Demos werden einfach ignoriert, bis es irgendwann vorbei ist. Aber naja, vorbei, Pustekuchen. Was aber in Heidelberg stattfindet, auch in Mannheim oder auch teilweise in Wiesloch, das ist ein maßloser Feldzug der Supermoralisten. Und diesem Moralistentum muss Einhalt geboten werden. Wir finden uns langsam wieder in einer Ära der Puritaner oder Inquisitoren, nur mit Solarstrom und sozialen Medien anstatt dem Scheiterhaufen. Diese Moralisierung, also dieses lass dich impfen, sei solidarisch, bleib zu Hause, sei solidarisch, fahr kein Auto, sei umweltfreundlich, dieses Verbiegen, nimm Schaden in Kauf, damit wir Russland schaden können, das ist eine Gefahr für unsere Demokratie, eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Und ich bin Demokrat und ich stehe hier, weil ich unsere Demokratie verteidigen will. Und ich gehe an gegen Gruppierungen, Verbände, Parteien wie die NATO-Grünen, die uns ihre Werte aufzwingen wollen. Wir müssen Widerstand leisten. Dankeschön.